Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute gucken wir auf die Partie des FC Schalke 04 gegen den VfL aus Wolfsburg. Und Schalke konnte ja dieses Spiel mit 2:1 gewinnen. Wir gucken auf die Highlights der Partie. Also ich zeige euch Bilder dazu. Zudem rede ich ein bisschen darüber, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das alles so passiert. Also ich würde sagen, wir gehen direkt mal in die Partie hinein. Denn der neue Keeper, die neue Nummer 1 auf Schalke, Alexander Nübel, musste nach 5 Minuten direkt mal richtig in das Geschehen eingreifen. Gerhard schlägt den Ball von der rechten Seite vors Tor am 5 Meter Raum. Kommt Mimiti frei zum Kopfball und der S04-Torwart reißt den Arm nach oben und pariert eine wunderbare Reaktion. Ein klasse Reflex von Alexander Nübel und direkt mal eine starke Parade. 2 Minuten später gibt es Elfmeter für Schalke, denn William legt sich im eigenen Strafraum den Ball zu weit vor und kommt anschließend gegen Schöpf zu spät. Schiedsrichter Grefe zeigt auf den Punkt eine korrekte Entscheidung, die richtige Entscheidung, und das nutzt dann auch Daniel Caligiuri in der 8. Minute zum 1:0. Er übernimmt die Verantwortung und trifft aus seiner Sicht links halb hoch zum 1:0 für Schalke 04 und somit zur wichtigen Führung. Danach wollte Schalke dann direkt nachlegen. Uth nimmt Skripski mit, der kurz im Strafraum abzieht und der Ball rauscht nur knapp links am Tor vorbei. Danach hat es sich ein bisschen neutralisiert. Wolfsburg hat wieder ein bisschen was nach vorne gebrüllt und dann fiel auch das 1:1 nach 20 Minuten durch Rekschebei. Das war neben der Ausgleich. Steffen schlägt den Ball von der rechten Seite an den zweiten Pfosten, wo Mimeti frei von Nübel auftaucht. Der Schweizer setzt die Kugel aus Spitzenwinkel an den Pfosten und das Leder prallt daneben zum Youngster und er trifft mit seinem ersten Bundesliga-Tor zum 1:1. Danach war dann auch Wolfsburg das bessere Team. In der 27. Minute steckt Mimedi auf Gerhard durch. Der ist rechts im Strafraum, frei vor Nübel. Aber anstatt auf den Schweizer zurückzuspielen, versuchte es der Mittelfeldmann selber und Nübel dann mit einer ganz starken Parade. Und somit blieb es da beim 1:1. Nach einer guten halben Stunde konnte man sagen, Wolfsburg ist weiterhin die spielbestimmendere Mannschaft. Die Niedersachsen haben rund 70% Ballbesitz und das als Auswärtsmannschaft. Und Schalke konnte in den letzten Minuten kaum noch Akzente nach vorne setzen. Aber dann hatten sie nochmal eine gute Chance in der 39. Minute. Schlägt Caligiuri einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in den Strafraum hinein, wo Nastasic frei vor Castells auftauchte, die Kugel allerdings nicht mehr aufs Tor bekommt. Da war mehr drin für Schalke und dann war auch schon Pause. Die Gastgeber gingen durch Caligiuri früh in Führung im Anschluss, übernahm jedoch Wolfsburg komplett das Kommando. Der VfL hatte ein deutliches Übergewicht am Ballbesitz, kam insgesamt aber nur selten gefährlich vors Tor. Und bei der größten Chance berät Nübel stark gegen Gerhard. Ansonsten fiel er, wie gesagt, natürlich noch der Ausgleich. Und dann ging es rein in den Durchgang Nummer 2. Und da hat man direkt gesehen, Schalke will das Spiel gewinnen. Schalke wurde offensiver. Schalke hat dann auch klar mit Dreierkette gespielt und hat eine dicke Chance in der 50. Minute. McKenny setzt sich über die linke Seite durch und hebt den Ball vors Tor, wo Uth aus kurzer Distanz zum Kopfball kommt und Castells wirklich richtig, richtig stark pariert hat. Der Abpraller landet dann wieder bei Uth, der jedoch wegrutscht und konnte Mimedi noch so gerade zur Ecke klären. Aber nur eine Minute später gab es die nächste gute Gelegenheit für die Gastgeber. Im Anschluss an diese Ecke kommt Rudi im Zentrum zum Kopfball. Die Bogenlampe des Mittelfeldmannes wird immer länger und klatscht an die Oberkante der Latte. Da hat Wolfsburg durchaus Glück gehabt. Nur eine Minute später, da hat man wirklich schon gemerkt, Schalke ist jetzt hier am Drücker. Und nach einem zu kurz abgewehrten Ball kommt McKenny im Strafraum zum Abschluss. Allerdings verzieht er knapp und somit bleibt es beim 1:1. Dann, so gute 20 Minuten später, konnte man sagen, dass die Partie sich wirklich weiter fast nur zwischen den Strafraum abspielt. Die Torraumszenen gibt es aktuell kaum noch. Dafür fehlt beiden Mannschaften im letzten Drittel einfach die Durchschlagskraft. Aber das hat sich dann durch eine einzige Aktion von West McKenny starkhaltig geändert. Denn nach 78 Minuten fiel das 2:1 durch Daniel Caligiuri. Dagegen Schalke dann erneut in Führung. Denn McKenny hat im Mittelfeld viel Platz und treibt den Ball Richtung Strafraum. Wunderbarer Antritt vom US-Amerikaner. Kurz vor 16er legt der US-Amerikaner rechts raus auf Caligiuri, der im Strafraum Roussillon aussteigen lässt. Und zum 2:1 für Königsblau in den Winkel trifft und somit die Führung für Schalke. Und dann wird natürlich klar, Wolfsburg musste was riskieren, Wolfsburg hat riskiert, hat ein bisschen ausgewechselt, wurde offensiver. Dann haben sie nochmal Lebenszeichen gesetzt. In der 89. Minute Brooks kommt dort im Strafraum zum Abschluss, aber sein Versuch streicht knapp am Tor vorbei. Dann hat Schalke auch nochmal gewechselt, hat White gebracht, hat Serdar gebracht, hat Guttuccio gebracht und alle drei waren auch nochmal an einer gefährlichen Szene beteiligt, denn in der 4. Minute hatte Schalke nochmal im Konter, da hatte White das 3:1 auf dem Fuß, Serdar legt auf den Angreifer quer, der den Ball frei vor dem Tor jedoch am Kasten vorbeischiebt. Das hätte eigentlich die Entscheidung sein müssen. Wenige Sekunden später war dann auch nochmal Guttuccio vor dem Tor, eine starke Dribbelaktion, hat er nochmal aufs Tor gehalten, da hat aber Castells zugepackt und dann war Schluss in Gelsenkirchen. Und ja, die Gastgeber haben nach zwei unterschiedlichen Hälften über einen 2:1-Sieg jubeln dürfen. Durchgang 1 gehörte klar den Wolfsburgern, bis auf das Tor war bei Schalke da nicht viel zu sehen. Aber nach der Pause taute Schalke jedoch auf
und feiert am Ende einen gelungenen Start in die Rückrunde. Also es war kein überragendes Spiel. Schalke hatte ein paar Minuten drin, vor allem nach der Pause, die richtig, richtig gut waren. Insgesamt muss man sich aber glücklich schätzen, dass man das mit 2-1 gewinnen konnte. Eigentlich leistungsgerecht wäre hier ein Unentschieden gewesen. Somit nimmt Schalke aber wichtige 3 Punkte mit. Wolfsburg ist somit ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten worden, denn die haben jetzt zuletzt alles gewinnen können. Heute dann also die Niederlage zum Rückrundenauftakt. Schreib deine Meinung zum Spiel mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.